Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute sprechen wir das allererste Mal das Thema FIFA 20 an, der Karrieremodus in FIFA 20. EA hat mittlerweile die ersten Informationen rausgehauen, was es in FIFA 20 geben wird, darunter unter anderem ein FIFA Street Modus mit verschiedenen Optionen, aber es gibt auch eine Ankündigung, dass Ende Juli Informationen zum Karrieremodus rauskommen. Sowas wurde, glaube ich, bisher in der Zukunft. Sowas wurde, glaube ich, bisher in der Vergangenheit noch nicht einmal so angekündigt und deswegen könnte man als Karrieremodus-Spieler natürlich die ein oder andere Erwartung bekommen, dass sich da jetzt auch endlich mal was geändert hat. Ich will euch nicht zu viel versprechen, aber es könnte in diesem Jahr endlich soweit sein, dass es eventuell ein paar Änderungen im Karrieremodus gibt und dass der Karrieremodus dann eventuell auch ein wenig spannender wird. Das Ganze ist, wie gesagt, aktuell nur so ein bisschen Glaskugelgelese, aber vielleicht kommt ja Ende Juli dies Jahr wirklich was auf uns zu. Nach diesen Ankündigungen habe ich mir dann gedacht, was wären denn für mich die 5 Dinge, die jetzt nicht schwer zu verändern sind, aber den Karrieremodus in meinen Augen durchaus nochmal ansprechender gestalten würden. Und da habe ich mir jetzt 5 Änderungen rausgeschrieben, die werde ich euch einfach mal vortragen, eventuell mit Bildern im Hintergrund, dass ihr dort auch etwas sehen könnt. Und dazu würde mich natürlich auch eure Meinung in den Kommentaren interessieren, also schreibt mir gerne Kommentare, was haltet ihr von diesen Änderungen, die ich euch jetzt gleich vortragen werde und was möchtet ihr noch gerne für Änderungen haben, damit für euch der Karrieremodus nochmal deutlich interessanter wird, dass er nochmal deutlich spannender wird. Schreibt mir da gerne eure Meinungen in die Kommentare. Eventuell werde ich dann auch nochmal ein zweites Video machen mit euren Wünschen. Aber mich würde es auf jeden Fall auch persönlich sehr interessieren, was denn für euch die 5 wichtigsten Änderungen sind, damit ihr nochmal richtig Bock auf den Karrieremodus habt. Starten wir direkt rein mit Punkt Nummer 1 und ich glaube, diesen Punkt habe ich schon in FIFA 17 angesprochen, in FIFA 18 und in FIFA 19. Ich spreche es jetzt in FIFA 20 nochmal an. Und zwar möchte ich unbedingt, das wäre für mich tatsächlich der wichtigste Punkt, ich möchte mehr Optionen in den Vertragsverhandlungen, in den Verträgen, bei den Ablösen und so weiter. Es gibt im realen Fußball so viel, was man bei Verträgen noch ranknüpfen kann. Aktuell haben wir in FIFA 19 leider nur das Aufsplitten von Gehältern bei Laien und wir haben Weiterverkaufsgebühren. Was natürlich schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung ist, aber es gibt im realen Fußball so viel weitere Sachen. Ich schwärme seit mehreren Jahren schon von den Rückkaufklauseln, weil ich damit sehr, sehr gerne arbeiten würde. Beispielsweise verkaufen wir irgendeinen Youngster, auf den wir setzen wollen eigentlich. Den verkaufen wir erstmal für 2 Millionen, weil wir vielleicht nicht wissen, er wird jetzt der nächste Superstar. Hängen aber für die nächsten 2 Jahre eine Rückkaufklausel von 10 Millionen an und sollte er sich dann wirklich bei diesem Verein exzellent entwickeln, können wir ihn noch in den nächsten 2 Jahren für 10 Millionen zurückkaufen. Und ich denke, wenn man eine Karriere mit einem großen Club macht, wie den FC Barcelona, Real Madrid oder ähnlichen Vereinen, dann ist das definitiv ein guter Deal, wenn man da seinen Spieler erstmal für 2 Jahre in Ausbildung bei einem anderen Verein parkt, sage ich mal, und dann für 10 Millionen zurückkauft, wenn er da wirklich, sage ich mal, Stürmer ordentlich Tore geschossen hat, dann ist das, denke ich mal, ein guter Deal für beide Seiten. Für den kleineren Club hat er jetzt 2 Jahre geholfen und man hat Transfergewinn gemacht und der FC Barcelona konnte seinen Spieler nicht verleihen, sondern ganz normal Spielpraxis geben. Wenn er sich nicht gut entwickelt, dann bleibt er beim kleinen Verein. Wenn er sich gut entwickelt, holt man ihn zurück. Bezahlt denn zwar die 8 Millionen, aber ich sag mal so, was sind heutzutage in der Fußballwelt noch 8 Millionen? Des Weiteren könnte man natürlich auch noch erfolgsbedingte Optionen ranhängen. Beispielsweise Dembélé, der zum FC Barcelona gewechselt ist, der bei weiteren Einsätzen bei 10, 20, 30, 40, 50, ich weiß nicht ganz genau, wie das in echt gestaffelt ist, und dann eventuell noch bei einem Champions League-Sieg noch mehr oder noch teurer für den FC Barcelona wird. Ich glaube, da kommen in Real Life jedes Mal 5 Millionen obendrauf und so eine Option oder solche Optionen wie die Rückkaufklausel oder solche spezifischen Optionen bei Erfolgen sind eigentlich recht leicht in den Karrieremodus einbringbar und wie gesagt, das wünsche ich mir schon seit mehreren Jahren. Des Weiteren habe ich auch noch einen Wunsch, das gab es schon mal, ich glaube in FIFA 17 war es zuletzt am Start und zwar Laien mit Kaufoption. Das war einfach eine der Dinge, die ich am häufigsten benutzt habe. Man leiht einen Spieler, hat aktuell noch nicht das Geld, aber packt eine Kaufoption dran, die natürlich ein bisschen weiter oben angesiedelt ist. Und dann kriegt man den Spieler eventuell nach 2 Jahren ein wenig günstiger,
wenn er sich gut entwickelt hat. Ansonsten, wenn er sich nicht gut entwickelt, dann lässt man ihn halt wieder zu seinem Ursprungsclub zurückgehen. Aber die Line mit Kaufoptionen, ich glaube, da weiß wirklich keiner, warum EA diese rausgenommen hat. Ein Punkt, den ich denn da auch gerne nochmal anhängen möchte: Ich würde mich auch sehr freuen über ein wenig mehr Varianz in den Verhandlungen mit den Spielern und mit den Vereinen. Aktuell kennt ihr es ja, man geht in die Verhandlung rein und man weiß eigentlich bei jedem Spieler 1:1, was man machen muss, weil die Verhandlungen jedes Mal gleich sind. Wenn der Spieler noch Boni haben möchte, dann lehnt man die ab und dafür gibt es ein Gegenangebot, dass das Gehalt weiter oben ist. Man spart sich dadurch allerdings ordentlich Geld ein. Und ja, das funktioniert einfach jedes Mal. Da möchte ich gerne Varianz. Ich möchte nicht, dass jede Verhandlung einfach auf verschiedenen Ebenen 1:1 das gleiche ist. Natürlich gibt man unterschiedlich viel Gehalt. Der Spieler hat vielleicht eine andere Rolle, aber all in all ist das eigentlich komplett das gleiche. Man lehnt das ab, nimmt das an und dann kommt man zum letztendlichen Vertragsangebot. Finde ich jetzt nicht sonderlich interessant. Ich denke, da sollte es durchaus ein bisschen mehr Varianz geben. Der zweite Punkt ist eigentlich auch wieder rückwirkend recht leicht, denn das Ganze hatten wir in FIFA 18 noch. Wir haben aktuell im FIFA 19 Karrieremodus tatsächlich nur 4 Speicherslots. Wir können nur 4 Karrieren abspeichern und ich denke mal, darüber regt sich eigentlich jeder auf. Das ist seit Anfang von FIFA 19 am Start. FIFA 18 hatten wir, glaube ich, 8 Speicherslots. Und selbst das fand ich teilweise zu wenig. Natürlich braucht man ein paar MB, um das Ganze abzuspeichern. Aber ich denke, die 8 oder 6 Speicherslots könnte man zumindest wieder einfügen. 4 sind definitiv zu wenig. Ich weiß selber nicht, wie ich meine Karrierenummer abspeichern soll. Muss dann Karrieren überspeichern, die ich eigentlich eventuell noch weitergespielt hätte. Und ich denke, das wünscht sich wirklich jeder Karrieremodus-Spieler, dass wir wieder mindestens 6 Speicherslots haben. Denn 4 sind für jeden, denke ich mal, zu wenig. Punkt Nummer 3 ist dann eine zweite Mannschaft, mehrere Jugendmannschaften und allgemein mehr Möglichkeiten im Verein. Wir haben jetzt aktuell natürlich eine Jugendmannschaft, haben da den Spieler drin zwischen 15 und eventuell sogar 19 Jahren, die eigentlich niemals zusammenspielen würden, die keine Spiele haben, wo man nichts an Statistiken einsehen kann, wo man einfach nur die Spieler, ich sag mal, lagert. So leid es mir tut, dieses Wort dafür zu benutzen, aber man lagert sie eigentlich nur in dieser Jugendmannschaft. Man sieht nichts von diesen Spielern. Das Einzige, was man macht, ist vielleicht mal ein bisschen Training drauf. Einmal im Monat reinschauen, wie sie sich entwickelt haben, aber ansonsten ist da nichts. Ich würde mich mega freuen, wenn man eventuell eine zweite Mannschaft hat, wo man die Spieler, die vielleicht in der ersten Mannschaft keine Spielzeit bekommen, die da irgendwie negativ aufgefallen sind, dass man die da lagern kann. Na, lagern klingt jetzt auch so ein bisschen falsch. Dass man sie da spielen lassen kann, dass sie da Spielpraxis sammeln und dass man eventuell reingucken kann und sieht, man muss nicht mal das Spiel sehen. Ich möchte nur mal reingucken in der Winterpause und sieht man 16 Spiele gemacht. Unser Stürmer hat 10 Tore, 8 Vorlagen. Jo, den lasse ich mal in der ersten Mannschaft ran. Der funktioniert scheinbar. Und auch wenn das nicht unbedingt der jüngste Spieler ist, sondern vielleicht auch mal einen 26-Jährigen in der zweiten Mannschaft, der da dann so ein bisschen als Führungsspieler herangeht. Dann vielleicht Jugendspieler aus der U19, die man mal hochziehen kann, eine U17. Da könnte man so viel machen, was das Spiel so viel breiter machen würde. Dann hat die U19 auch Spiele. Natürlich muss da immer mehr geladen werden im Hintergrund. Aber für mich würde es sogar reichen, würde das Ganze sich einmal im Monat laden. Es muss nicht jeden Tag geladen werden, sondern einfach immer vom 31. auf den 1. beziehungsweise vom 30. auf dem 1. im Monat lädt einmal diese zweite Mannschaft durch, die Jugendmannschaften durch, und dann siehst du da, die hatten 3 Spiele, der Stürmer hat 2-mal geknipst, der Verteidiger ist 2-mal Man of the Match geworden, der Keeper hat 2-mal keinen durchgelassen. Die können vielleicht mal eine Jugend weiter oben ran, statt in der U17, in der U19 oder ein Spieler aus der zweiten Mannschaft kann sich mal empfehlen für die erste Mannschaft. Ich finde, da ist so viel möglich eigentlich und das wird hier seit mehreren Jahren einfach liegen gelassen. Allgemein im Karrieremodus muss man leider sagen, bleibt recht viel auf der Strecke, es ist so viel möglich, nur leider wird so wenig umgesetzt. Punkt Nummer 4 geht ebenfalls wieder an die Umsetzung und zwar ist das das Training. Man hat Training, ist alles schön und gut, man kann jeden Spieler komplett overpowern, vielleicht ist das Training ein bisschen zu stark, sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es mehr Trainingsmöglichkeiten gibt, wie vielleicht ein Mannschaftstraining, wie vielleicht Unterschiede bei den verschiedenen Mannschaften, dass das Training von der einen Mannschaft vielleicht besser ist als von der anderen Mannschaft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Bundesligamannschaft in den Jugendmannschaften genauso gut ist wie eine Regionalligamannschaft von der Ausbildung des Spielers. Und da würde ich einfach mir vielleicht ein bisschen was wünschen, dass in den verschiedenen Mannschaften andere prozentuale
Trainingssteigerungen möglich sind. Dass zum Beispiel Ajax vielleicht eine der besten Mannschaften ist, zum Jugendspieler trainieren, die vielleicht exzellent sind, um Jugendspieler letztendlich auszubilden, und andere Mannschaften, die vielleicht in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie nicht so gut mit Jugendspielern können, dass bei denen das Ganze vielleicht nicht ganz so möglich ist. Das Ganze kann man natürlich langfristig upgraden, dass jede Mannschaft Spaß bringt zum Spielen. Man kann das vielleicht mit finanziellen Mitteln upgraden, sodass man theoretisch auch die Möglichkeit hat, auf die Ajax-Stufe zu kommen, wenn man da irgendwie Manager oder Trainer ist. Aber dass das vielleicht nicht in jeder Karriere von Beginn an komplett gleich ist, das finde ich eigentlich in den letzten Jahren ein wenig langweilig. Und was ich mir auch, glaube ich, schon im letzten Jahr gewünscht habe, ich habe mir jetzt mein letztes Video zum letzten Jahr nicht angeguckt, aber ich bin der Meinung, das haben sich auch recht viele von euch gewünscht. Und zwar, wieso gibt es kein Positionstraining? Ich würde gerne vielleicht meinen Rechtsverteidiger ausbilden zum rechten Mittelfeldspieler, wenn ich denke, das klappt gut. Oder einen Rechtsverteidiger zum Linksverteidiger. Oder einen Rechtsverteidiger zum Innenverteidiger. Natürlich möchte ich jetzt keinen Rechtsverteidiger oder Innenverteidiger zum Stürmer umtrainieren oder den Stürmer ins Tor stellen. Das ist natürlich klar, aber so kleine Änderungen, wie vielleicht die Position-Change-Karten im Ultimate-Team, das könnte dann doch vielleicht auch im Training möglich sein. Ich denke, das ist auch nicht so eine große Änderung, aber es wird nochmal deutlich mehr Spielspaß in meinen Augen bringen, wenn man vielleicht dann mal einen Rechtsverteidiger verpflichten kann und sagt, jo, den trainiere ich um, da sehe ich durchaus die Fähigkeiten, dass der ein mega guter Innenverteidiger wird, und dann trainiert man den vielleicht für 2 Monate ein bisschen mehr auf die Innenverteidigerposition, vielleicht ein bisschen mehr Fähigkeiten für den Innenverteidiger trainieren, und dann hat man in 2 Monaten einen RV, der auch IV spielen kann. Und wenn er dann vielleicht oft auf der IV-Position spielt, dann ist nicht mehr seine Hauptposition RV, sondern dann ändert sich das auch auf IV. Wie gesagt, ich möchte das Ganze nicht zu extrem halten, dass du wirklich einen Stürmer ins Tor stellen kannst, aber so einen Rechtsverteidiger als Linksverteidiger trainieren, wenn du denkst, jo, der Rechtsverteidiger ist Linksfuß, ich würde ihn viel lieber auf links spielen, da kann er viel besser Flanken schlagen oder mal auf der Linie durchgehen, dann sollte das Ganze für mich doch relativ leicht umsetzbar sein und auch möglich sein, dass man da vielleicht auch mal Varianten hat, einen Spieler umzutrainieren. Wie zum Beispiel auch ein Kimmich, der jetzt mal ZM spielt, mal Rechtsverteidiger, dass man da Möglichkeiten hat, solche Potenziale in Spielern vielleicht mal aufzuwecken. Und dann geht es jetzt schon Richtung Punkt Nummer 5, und das ist der letzte Punkt in meinen 5 Punkten. Wer hätte es gedacht? Es ist die Spielerinteraktion. Aktuell kriegt man zwar teilweise mal Nachrichten von Spielern, man kennt es im Posteingang, aber ja, was kann man eigentlich darauf antworten? Was kann man eigentlich mit dem Spieler danach machen? Gar nichts, man kann sich das durchlesen und die Nachricht löschen. Das ist eigentlich alles, was man machen kann. Es wäre doch nicht schlecht, wenn man da vielleicht mal sagen kann, wenn ein Spieler sich zum Beispiel mehr Spielzeit wünscht, kann man sagen, jo, du kriegst mehr Spielzeit, oder nö, aktuell ist das nicht vorgesehen. Irgendwie so 2 Möglichkeiten, 3 Möglichkeiten, 4 Möglichkeiten, dass man da einfach ein bisschen die Interaktion mit den Spielern anreizen kann, eventuell auch den Spielern klar sagen kann, wenn man einfach überhaupt nicht mehr mit dem plant, finde ich wieder, ist recht einfach einzubringen, wie viele von meinen Sachen, die ich gesagt habe. Wie gesagt, das sind alles Sachen, die jetzt nicht mega groß sind, wo man alles neu aufbauen muss, sondern es sind eigentlich kleine Änderungen, die zum Spielspaß beitragen würden. Genauso Pressekonferenzen. Man hat jetzt eine Pressekonferenz, aber es wäre doch viel cooler, wenn man da auch ein bisschen Bildmaterial hat. Wie zum Beispiel, ich spreche es gerne an, in The Journey. Da hat man Bildmaterial für viele Sachen, für Spielerpräsentationen, für Pressekonferenzen. Warum das nicht ein wenig übertragen in den Karrieremodus? Ich würde gerne eine Pressekonferenz haben. Zumindest vor den wichtigen Spielen, von einem Champions-League-Finale mal eben auf eine Pressekonferenz gehen. Natürlich das Ganze immer auswählbar, man kann das Ganze machen, man muss es aber auch nicht. Dann Spielerpräsentation, man hat Paul Pogba verpflichtet für 130 Millionen, dass man den da vielleicht auch mal anständig vorstellen kann, wenn das wirklich sein Megatransfer für die Saison ist. Da wünsche ich mir eigentlich nochmal so ein bisschen mehr Spielszenen, ein bisschen mehr Interaktion und nicht so kalt und trist, wie der Karrieremodus derzeit ist, wo man eigentlich die ganze Zeit nur im Menü rumhockt, keine Spielerinteraktion hat, nichts mit Pressekonferenzen, wo vielleicht auch die Medien mal Fragen stellen. Das fällt mir jetzt gerade übrigens einfach nur so nebenbei ein, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass die Medien mal eine Frage stellen und man da vielleicht 3 Antwortmöglichkeiten hat und dann das Ganze so aufgebaut ist wie in The Journey, dass man vielleicht beim Vorstand weiter nach oben steigt oder beim Sportdirektor und dafür bei den Fans weiter nach unten oder sonstiges. Also da ist eigentlich so viel möglich. Schreibt mir da gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich würde mich allgemein unter diesem Video
mal mega über Kommentare freuen. Schreibt mir alles rein, was ihr gerade denkt. Schreibt mir eure Meinung zu den 5 Sachen, die ich vorgestellt habe. Und schreibt mir gerne eure 3 oder 5 oder alle Sachen, die euch einfallen, die man im Karrieremodus verbessern kann. Eventuell, wenn da genug zusammenkommt, werde ich dazu nochmal ein Video machen, dass wir auch nochmal eure Sachen vorstellen können. Und dann hoffe ich, euch hat dieses erste Video zu FIFA 20 gefallen. Es ist schon recht früh, in 3 Monaten sollte FIFA erst rauskommen. Nur ich finde, das hat jetzt einfach gepasst, da EA gerade die Veränderungen angekündigt hat, die auch in circa 1,5 Monaten vorstellen möchte zum Karrieremodus. Und da möchte ich einfach vorab mal meine Wünsche angesprochen haben. Vielleicht gehen ja ein paar in Erfüllung, nur vielleicht sollte man auch nicht zu große Hoffnung haben. Vielleicht wird das nur irgendwas Kleines, aber ich bin gespannt. Freut euch auf Ende Juli, denn da wird alles vorgestellt. Und ab in die Kommentare mit euren Wünschen. Und dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Auch gerne ein Abo, wenn ihr nichts mehr rund um den FIFA-Karrieremodus verpassen wollt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.